Brot macht dumm. Warum? Weil einfach das Brot der heutigen Zeit, das muss man wirklich sagen, verklebt unser Blut, verklebt unsere Lymphe und verklebt unsere Schleimdrüsen. Es macht das Blut eben dick und somit ist der Nährstoffaustausch fürs Gehirn nicht mehr in der Lage, wirklich gut abzulaufen. Und herzlich willkommen zur Gesundzeit mit Florian Sauer und Andreas Paffra, deinem Podcast für ein gesünderes, vitaleres und glücklicheres Leben, Folge 22. Ja. Ja, mein lieber Florian, Brot, Gebäck, Pizza, Kuchen, Weizen, Gluten und so weiter, all das ist als Hauptnahrungsmittel in unserer Gesellschaft, in unserer täglichen Ernährung allgegenwärtig. Und ja, erstmal sollte man meinen, ist ja nichts Schlimmes, weil Brot ist ja keine neue Erfindung. Brot gibt es schon eine ganze Weile. Das heißt ja sogar schon im Vaterunser, unser tägliches Brot gibt uns heute. Also was soll denn schon so Schlimmes dran sein am Brot? Auf der anderen Seite gibt es immer mehr Menschen, die Probleme haben mit Brot. Wenn man in die Regale reinguckt, in der letzten Zeit ist es ein ganz krasser Trend. Immer mehr geht es in Richtung glutenfrei, weil immer mehr Menschen einfach Probleme haben mit dem Brot, das ist, und nicht nur dem Brot, sondern überall mit dem Weizen und Gluten und diesen ganzen Dingen, die da drin sind. Mhm. Und ja, darüber wollen wir heute sprechen, nämlich was sind die Ursachen, was kann ich tun, was gibt es für Alternativen? Mhm. Ja, wie war das denn mit dem Brot früher, Florian? Ja, du kennst doch die Bibel, unser täglich Brot, ne? Du kennst auch die Sprichwörter wie Brot und Spiele, ja? Die Menschen müssen beschäftigt werden und sie brauchen ein Grundnahrungsmittel, mit dem alle leben können, ob sie reich sind oder arm, etwas, was alle ständig konsumieren und brauchen, damit alle schön gleichgeschalten sind. Ja, hört sich schon fast an wie eine Verschwörungstheorie, aber wenn man wirklich mal in die Geschichte guckt, wer hat denn überhaupt das Brot entwickelt oder wer hat denn Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste und solche Getreide, aus dem Brot gebacken wird, entwickelt, dann findet man einen Herrn Zarathustra, ungefähr 9000 vor Christus, und man findet auch einen Dr. Harnisch, der sozusagen das Wissen im auf 18. zum 19. Jahrhundert hin wieder in die Welt getragen hat. Aber es ist wirklich so, ein Herr Zarathustra, der hat den Weizen entwickelt. Und auch Dinkel, Gerste und so weiter. Warum? Weil er wollte, dass die Menschen kein Fleisch essen und dass es ein Getreide gibt, was das beste Eiweiß hat für uns und damit wir kein Fleisch essen müssen. Und das war der Herr Zarathustra. Und der hat aber in dieser Gesundheitslehre den Weizen dann auch richtig zu verstoffwechseln, auch den Menschen gelernt, wie man ihn zubereiten muss, damit er nicht giftig ist. Und das ist das Problem der heutigen Zeit, nicht das Gluten und der Weizen, da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen, ist das Problem, sondern die Art und Weise, wie es hergestellt wird, wie wir es verwenden und konsumieren, ist das Problem, dass wir allesamt Löcher in unseren Darm bekommen. Jetzt hast du ja gerade gesagt, er hat es entwickelt, damit die Leute gute Eiweiß bekommen. Mhm. Und der Klebereiweiß in unserem Broten, im Weizen, der wird ja grundsätzlich heutzutage eher verteufelt, als dass er als etwas Gutes dargestellt wird. Also Gluten ist ja, überall steht glutenfrei drauf, also muss Gluten ja was Schlechtes sein. Wie passt denn das jetzt zusammen? Ja, das stimmt schon, weil der Weizen sozusagen in seiner Wachstumsform ein sogenanntes Schutzgift hat, sogenannte Fressgifte, die in diesen Eiweißen und in den Gehülsen und in den Rändern des Korns zu finden sind. Und um dieses Weizen oder dieses Gluten darin als Eiweiß für uns verdaulich zu machen, wäre es wichtig, dass der Samen nach der Ernte erstmal angekeimt wird. Der müsste also erstmal eingeweicht werden und müsste dann in Rohkost Qualität, also Temperatur unter 50 Grad sozusagen getrocknet werden. Und wenn er dann getrocknet worden ist, dann müsste man diesen Weizen erstmal vermahlen zu Mehl in Steinmühlen. Da dürfen auch keine Menschenhormone reinkommen, wie es lange Zeit der Fall war, in Edelstahlmühlen, dass da keine Verklebungen kommen, sondern es müssen wirklich Steinmühlen sein, also langsam vermahlen. Und dann muss dieses Mehl kurz gebacken werden. Das reine Mehl wird kurz bei nicht mehr wie 160 Grad für 10, 12 Minuten gebacken. Das nennt sich dann dextrinieren. Also erstmal einweichen, ankeimen, trocknen und dann wird es angebacken, kurz dextrinieren. Und dann darf man erst
dieses Weizengluten sozusagen weiterverarbeiten zu Brot backen. Denn dann hat man den Vorteil, dass der Körper diese Klebereiweiße viel besser verdauen kann. Da kommt eine viel bessere Verdauungsenergie hoch. Das heißt, Gluten wird dadurch unschädlich und durch das Dextrinieren wird die Stärke sozusagen resistent und geht nicht ins Blut über. Ist also nicht ein Kohlenhydrat, das uns dann im Insulin überzuckert und Fuselalkohole bildet. So wie in der Maische, wie wenn man jetzt Getreide sozusagen in Wasser lange einweicht, da entsteht ja auch Alkohol, wie wenn man jetzt einen Korn herstellt. Und wenn man eben diese Verdauung oder diese Herstellungsrituale einhält, was natürlich die Industrie heute nicht mehr macht, weil sich das gar nicht leisten kann, weil das ja alles Instant-Teige sind. Das sind ja alles Schnellbäcker. Das hat ja mit einer Bäckerkultur nichts mehr zu tun. Ist, also wenn man sich das mal anguckt, wie das in Bäckereien heute zugeht, das hat ja mit Handwerk in den wenigsten Fällen noch was zu tun. Ja, weil frisch gebacken heißt ja nur, dass diese fertigen Teiglinge, die halb um die Welt schon geschifft wurden, irgendwo in Hightech-Mehlen entstanden oder sonst wo vorbereitet wurden, was ich schon wie alt sind, tiefgekühlt sind, die werden dann frisch aufgewärmt beim Bäcker. Und das ist das Einzige, was frisch ist. Ansonsten hat das mit Handwerkskunst und ursprünglicher Backkunst eigentlich nur noch sehr, sehr wenig zu tun. Das erklärt vielleicht auch, warum eben so viele Menschen dann heute wirklich das Problem haben. Lass uns doch da mal reingehen. Was sind ja, aber ganz kurz, Andrea, dass das Problem ist, um das nochmal zusammenzufassen, ist, dass der Getreide zu schnell gezüchtet wird und nicht mehr ein reines Weizengetreide ist, sondern es sind schnell wachsende, gezüchtete Getreide. Ja, die werden damit mit Glyphosat besprüht, damit die Pflanze schnell stirbt, damit der Samen auch schneller reif wird. Und dann werden die Sachen viel zu schnell verarbeitet, mit Schimmelhämmern und so weiter konserviert. Und das ist dann ein Instant-Teil, den wir dann verbacken bekommen, der hat mit Weizen, Natur und natürlichen Klebereiweißen nichts mehr zu tun. Das sind hybride Glutene und die sind wie Säure, die kleben in unseren Därmen und fressen da Löcher rein und das ist dann Leaky Gut, Colitis Ulcerosa, Morbus Crohn, die wir auf unsere Backwaren der heutigen Zeit zurückführen können und da müsste eine Veränderung ran. Genau darauf wollte ich auch hinaus, nämlich lass uns mal angucken, was sind denn die Gründe und der Gluten, der da immer gerne hochgehalten wird als der große Schädling, der entpuppt sich dann plötzlich als gar nicht so der große schwarze Peter, sondern dass es eben ganz, ganz viele andere Stoffe drin sind, diesen Hightech-Teigen, die wir heutzutage da vorgesetzt bekommen, die den Bäckern das Handwerk leicht machen, ja, und das uns vorgaukelt, dass ein frisches Brot ist, weil es schön ja, frisch aussieht, nicht vertrocknet. Und dann lässt man die Dinger mal liegen und nach 3 Tagen sind dann die Hightech-Brote immer noch frisch und keine Ahnung, ja, nichts ist ihnen anzusehen. Und in Wirklichkeit ist das Zeug schon Asbach uralt, weil eben da so viel reingesteckt wurde. Und das sind alles Dinge, die da mit einzahlen, dass es uns an die Gesundheit geht letztlich. Genau, und früher waren Brote wirklich Nährstofflieferanten aus angekeimten Samengetreide. Man kennt das Essener Brot, das wurde nicht mal gebacken, das wurde Rohkost getrocknet, um den vollen Wert der Nährstoffe auch zu garantieren. Und heutzutage haben wir sozusagen Auftriebmittel, wir haben doppelte Klebereiweiße auch in Biobroten drin. Und wenn man so ein Brötchen nimmt und knüllt es mal zusammen, dann hat man am Ende so ein kleines Bällchen, das natürlich aufgespritzt wurde durch die Maschinen und den Zusatzstoffen. Und damit werden wir verarscht. Das sind sozusagen Sachen Füllstoffe und wir müssen beim Brot einfach umdenken und für uns qualitativ, und die gibt es immer noch, die guten, hochwertigen Brote zu uns nehmen, und da würde ich ganz klassisch zu den Rohkostbroten übergehen, die ich sehr gut finde und sehr gerne esse, oder zu den basischen Backbrote, die aber alles andere enthalten als Weizen, Dinkel, Gerste, Roggen, Kamut und Emmer. Ja, da gehen wir jetzt gleich mal drauf ein, aber ich würde es gerne nochmal herausstellen, wirklich zu sagen, was die Folgen davon sind, dass sich das mal bewusst macht. Das heißt, diese aktuellen Brote, die wir da vorgesetzt bekommen, sind unter anderem dafür verantwortlich und mitverantwortlich, dass wir immer dicker werden. Da gibt es ja auch ein ganz berühmtes Buch zu. Die Weizenwampe, du hast es, glaube ich, bei dir liegen, halt es mal hoch. Also unsere Därme verschlacken, verkleben sozusagen, und wir werden dadurch immer dicker. Es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr Dinge. Es gibt Diabetes natürlich, Alterungsprozesse, die beschleunigt werden. Ja, unser Kopf wird immer langsamer, die Haut wird immer schlechter, klar, weil sie auch ein Spiegelbild vom Darm ist. Und die Därme, hast du eben auch schon gesagt, die werden immer löchriger. Und da kommen dann wiederum solche auch Allergien, Unverträglichkeiten dann als Folge bei heraus, wo sich immer mehr Menschen fragen, wo kommt das denn überhaupt her? Ja, Andreas, es gibt noch ein tolleres Buch, das heißt Dumm wie Brot.
Ja, das ist kein Witz, ist wirklich ein wissenschaftliches Buch, kann man sagen. Brot macht dumm. Warum? Weil einfach das Brot der heutigen Zeit, das muss man wirklich sagen, verklebt unser Blut, verklebt unsere Lymphe und verklebt unsere Schleimdrüsen. Es macht das Blut eben dick und somit ist der Nährstoffaustausch fürs Gehirn nicht mehr in der Lage, wirklich gut abzulaufen. Und das Brot verklebt unsere Därme, sodass die Därme offen gehalten werden und hier unverdaute Nahrung in den Körper kommt. Es ist also entzündungsfördernd und es fördert die sogenannte Verdauungsleukozytose. Das heißt, immer wenn wir Backbrote essen, produziert der Körper Mengen an weiße Blutkörperchen, weil er sich infiziert fühlt und dadurch werden wir auf anderer Seite dann immunschwach und das erklärt auch den sogenannten Brotschnupfen. Stell dir vor, Andreas, kleine Kinder, die das erste Mal ein Brötchen heutiger Backtradition oder ein Stück Brot oder eine Brezel oder einen Keks bekommen, die kriegen sofort einen sogenannten Brotschnupfen. Das heißt, da läuft durch die Nase immer eine Flüssigkeit. Es ist nicht wirklich ein Popel oder so ein Rotz, sondern das ist eine Flüssigkeit, die Lymphe abgeben, weil sie den Körper entgiften wollen. Und wenn Kinder immer wieder diese Brezeln und das Brötchen von der Oma reingestopft bekommen wollen, weil die Omas einfach sowas von gar keinen Plan haben in der heutigen Zeit, was gesunde Ernährung heißt, gerade im Umgang mit Kindern, dann stellt der Körper diesen Prozess ein. Aber selbst diese Oma im Alter bekommt dann wieder diesen Brotschnupfen, denn der Körper kann dann nicht mehr so gut entgiften und dann läuft ständig die Nase mit so Wasser und das sieht man bei älteren Leuten. Das ist ganz klassisch auf die Broternährung zurückzuführen. Diesen Opa kann man ansprechen und sagt, hey, du hast immer viele Backwaren gegessen. Und dann sagt er, woher weißt du das? Und dann sage ich, sehe ich an deiner Nase, die ständig läuft. Ja, aber heutzutage ist das, glaube ich, auch nicht mehr schwierig, jemand zu sagen, du hast viele Backwaren gegessen, weil sag mal einen, der es heute nicht tut. Ja? Also Brot ist letztlich etwas, was uns füllt, ja, aber eben nicht nährt. Und das ist eben etwas, worüber wir drüber nachdenken sollten. Und wenn wir wissen, aha, das ist so, ich möchte gerne was dran ändern, dann stellt sich jetzt die Frage, wie kann ich denn gesund und schlank meinetwegen auch leben? Weil der Bauch ist ja etwas, was gut erkennbar ist und wir wollen ja alle schlank sein. Also was kann ich denn tun, um mich gesund und nährstoffreich ohne diese modernen Weizen? Also Andreas, ich habe eine Idee, wir hängen an diesem Podcast, unser nächster Podcast wird etwas über Eiweiß und Proteine, denn die brauchen wir und deswegen essen wir auch gerne Getreide oder Samen und Brote und so weiter, weil der Körper eben dadurch auch ganz viele Eiweiße und daraus auch Aminosäuren hat, um zu entstehen. Nur, wir müssten wissen, dass wenn wir in der heutigen Zeit uns dessen bewusst werden, dass wir dann eben Getreide verwenden, die für uns viel besser sind, leicht verdaulich, keine Rückvergiftungen verursachen, uns nicht verkleben. Und da könnte man aus einer großen Zahl von Samengetreiden sich eben bedienen. Da müsste man jetzt den Florian Sauer kennen und der hat nämlich ganz tolle Rezepte, wie zum Beispiel ein Flohsamenbrot. Andreas, wollen wir das Rezept nicht mal zur Verfügung stellen? Da kann ja jeder mal einfach mal losbacken und sich in 10 Minuten mal ein ganz tolles Brot backen. Ich glaube, die Zuhörer würden sich sehr darüber freuen. Also machen wir das. Den Link dazu, den geben wir raus. Machen wir fertig in den Informationen zum Podcast. Schaust du mal, da geben wir den Link mit rein zu dem Rezept, bevor du uns gleich noch verrätst, wie es funktioniert natürlich. Und wir geben den Link auch in die Shownotes. Also auf grünundgesund.de gibt es ja zu jedem Blog immer einen Blogbeitrag zum Nachlesen mit den wichtigsten Punkten und den Links. Und dort werden wir ihn auch reinpacken. Also Florian, Flohsamenbrot. Erzähl mal, was ist das genau? Wie funktioniert das? Also es geht darum, das industrielle Brot wird eben aus dem Weizenkleber gebacken. Dann kommt dazu Hefe und Sauerteig und alles ist Säure produzieren. Das heißt, Brot schlichtweg Kohlenhydrat, schlichtweg Kohlensäure, schlichtweg Säure. Ja, der Körper übersäuert dadurch. Anders ist es, wenn ich jetzt zum Beispiel das Florian Sauer Flohsamenbrot backe, denn es besteht aus basischen Samengetreide, die angekeimt sind. Die gibt es heutzutage auch schon käuflich zu erwerben. Bei Vita Keim oder Vita Sprosse gibt es angekeimte Samengetreide. Was sind angekeimte Samengetreide, Andreas? Da können wir ja mal ein paar aufzählen als allererstes. Ja, da gibt es ganz schön viele, also viel mehr als man denkt. Da gibt es zum Beispiel Sonnenblumen, es gibt den Buchweizen, es gibt Sesam, gerne auch schwarzer Sesam, sehr nährstoffreich. Es gibt Kürbiskerne, es gibt den Hanfsamen, Chiasamen, Haferflocken, Erdmandel, Kastanienmehl. Habe ich noch welche vergessen? Nee, passt super. Zwerghirse, Teff kannst du noch nennen, Chiasamen kann man noch nehmen, also Haferflocken. Es gibt so unfassbar viel, ja, aber immer Kastanienmehl. Wenn man erstmal jemand sagt, du darfst kein Brot mehr essen oder lass das doch mal oder versuch doch mal, vielleicht hat es eine Auswirkung auf deine Gesundheit, dann heißt es ja nicht, was soll ich denn dann essen? Ja, aber nur weil ich nicht weiß, was es nicht gibt, heißt es ja nicht, dass es nichts gibt da draußen. So. Es gibt so unfassbar viel. Und wie geht's dann weiter?
Genau, also Kastanienmehl, Erdmandelmehl, Zedernussmehl, Mandelmehl, Kokosmehl, das geht erst richtig los. Stell dir vor, die Menschen essen jeden Tag Weizenbrote, Mischbrote. Ja? Da muss eine Droge drin sein, sonst würden die das nicht jeden Tag essen. Ich brauche Abwechslung. Und deswegen mache ich meine Flohsamenbrote auch immer ganz unterschiedlich. Ne? Und das Rezept stellen wir zur Verfügung, da machen wir es kurz, das kann sich jeder backen, weil da ein paar dieser genannten Zutaten gerade eben drin sind. Also meinetwegen 4, 5 verschiedene Samengetreide, darunter ist auch Leinsamen dabei oder Chiasamen. Dann kommt dazu einfach nur Wasser, ein bisschen Natron als natürliches Backtriebmittel. Wir verwenden eben keine Hefe und auch keinen Sauerteig, weil die immer Säure produzieren und deswegen in Broten nichts verloren haben. Früher hat man immer nur Natron gehabt, weil man das aus Gesteinsschichten rausgekratzt hat und man hat die Teige lange geknetet mit der Hand, dass da viel Sauerstoff eingeknetet wurde, der beim Backen natürlich wieder durch die Wärme, durch die Ausdehnung dann entweicht und die Brote hat schön aufgehen lassen. Und so ergeben sich mit dem Flohsamenbrot eben basische Brote, die leicht verdaulich sind. Die kann man Rohkost trocknen oder bei 170 Grad dann für 35 bis 40 Minuten backen. Und das geht ganz, ganz schnell. Also so ein Brot hat man wirklich fix gemacht und es wird basisch verstoffwechselt, gibt uns ganz viel Kraft und füllt uns nicht nur, was uns am Ende dann wieder müde werden lässt. Ja, das ist ein Punkt, der dann genau entsteht. Es zieht die Energie ab und wir merken, dass wir eben durch die Nahrung nicht, ja, dass es uns nicht gut tut. Eigentlich sollte Nahrung dazu da sein, dass wir uns danach besser fühlen und nicht schlechter. Aber das ist eben oftmals genau der Fall. Wir essen was, danach werden wir erstmal müde. Ja? Kennen wir alle genau. Bei unserem berühmten Mittagstief. Danach geht es ab in den Keller und dann trinken wir wieder einen Kaffee, um es wieder auszugleichen und dann geht das hin und her. Ja? Aber so soll es eben nicht sein und das ist eine der Alternativen. Aber eine andere Alternative, die auch ganz schön ist für alle, die ihre Säfte, Gemüsesäfte selber machen, ist ja auch mit Trester zu arbeiten. Das ist auch eine ganz einfache Sache. Also Trester ist das, was als Rest beim Gemüsesaft, den ich mir Saftpresse selber herstelle, übrig bleibt, also die Fasern. Und daraus kann ich ja auch wunderbar einfach mir so Rohkostcracker herstellen. Genau, also es gibt zum einen jetzt mal für die Selbermacher erstmal, die kaufen wollen, da kommen wir auch noch dazu, zum selben machen einmal das Backbrot, das Flohsamenbrot und es gibt natürlich, wie du es gerade genannt hast, diese Rohkostbrote, die kann man aus frischem Gemüse machen, das einfach zerhäckselt wird oder aus dem Trester vom Saft pressen, das ist natürlich dann doppelt verdientes Geld, weil man ja schon einmal Nahrung über die Säfte zu sich genommen hat und diesen Trester, der wird dann einfach mit ein bisschen Mandelmehl und ein paar Leinsamen eben vermischt, die kann man auch vorher zu Mehl verarbeiten, dann hat man einen richtig schönen Teig und die werden dann in maximal 1 cm Dicke auf so Paraflexböden aufgestrichen, da braucht man einen Trockenofen oder einen Backofen mit einer niedrigen Temperatur und dort werden die Brote dann aber über eine längere Zeit Rohkost gedörrt, also getrocknet bei nicht mehr wie 50 Grad, damit die Nährstoffe erhalten bleiben, die sich natürlich durchs Backen ein bisschen verändern, also auch reduzieren, aber das geschmacklich dann manchmal besser ist und so hat man richtige Nährwertbrote in Rohkostqualität, die natürlich für die Mikroorganismen im Darm sehr, sehr gut sind. Ja, und das ist doch wirklich eine spannende Erkenntnis, dass es da noch so viel mehr gibt und dass es eigentlich auch ganz einfach ist. Der große Nachteil ist natürlich, dass es sehr wenige Geschäfte gibt jetzt vor Ort. Es gibt also nicht den Klassiker, den Bäcker, der sonntags morgens da die Rohkostbrote gibt, aber das wäre zumindest mal eine Vision, dass es das vielleicht in Zukunft gibt. Aktuell ist es so, dass wir vieles davon einfach noch selber machen müssen oder man es übers Internet bestellt. Es gibt ja auch Leute, die dieses gesunde Brot in der Art oder ähnlich, wie du es beschrieben hast, herstellen und man kann es dann dort auch bestellen. Ja, Andreas, das stimmt, aber ich muss sagen, es herrscht gerade Umdenken, weil diese Industriebrote, die gibt es ja erst seit dem Zweiten Weltkrieg. Seit 1989 gibt es erst diese Instant-Teige, bei denen die älteren Bäckerväter so langsam aufgesprungen sind, weil sie von der Industrie geködert und förmlich auch gekauft oder unterstützt wurden, ne? Und die Kinder dieser Väter, also die jungen Bäcker, die jetzt so heranwachsen, die sehen, was die Eltern für einen Scheiß verzapft haben, also die Nachkriegsgeneration sozusagen, und die wollen das alles nicht mehr. Die wollen nicht mehr den Leuten so einen Instinkt-Scheiß verkaufen und die fangen wieder an, diese Lebenskeimbrote, also Getreide wieder anzukeimen, es zu dextrinieren und dann zu verbacken. Und das gibt es schon in einem Beispiel, die Bettinas Backstube. Das ist ein ganz toller Online-Versender für Brote, sowohl Rohkostbrote als gebackene Brote, glutenfreie Brote.
Brote, auch angekeimte Brote. Und jeder, der sich da mal Brote bestellt, der kann die testen und wird merken, dass er da eine ganz andere Energie abruft als von dem Scheiß, der da in den Bäckereien heutzutage in den Städten angeboten wird. Und man muss es wirklich probieren, um das zu erleben, um das zu spüren und zu sagen, es nährt mich wieder, es gibt mir wieder was, was ich schon lange nicht mehr habe, nämlich satt zu sein, zufrieden zu sein, Energien abzurufen. Und ja, es gibt auch sehr viele Rohkostbäckereien schon, Andreas. Die Firma Lifefood zum Beispiel, die diese Rohkostbrote eben im Verkauf, nur mal um ein Beispiel zu nennen, diese Cracker, die auch sehr gut schmecken, wo man sich Avocado drauf machen kann mit ein bisschen Bambussalz oder einen veganen Pflanzenaufstrich oder gerne auch mal eine Rohmilchbutter, die eben nicht erhitzt wurde eben, und das nährt uns auch sehr, sehr gut, ist von mir alles zu empfehlen. Ja, also das liebe ich ja, also schön Avocado zusammen mit dem Bambussalz, das schmeckt so richtig nach Ei mit Salz. Leben, ja. Oh, lecker. Ja. Und damit so richtig, richtig geilen Brot. Also ja, da kann ich echt, da gebe ich echt was für her, muss ich sagen. Ja, es ist ja nicht so, dass diese Gelüste jetzt nur, weil ich dieses Gesundheitswissen habe, nicht da sind. Aber wenn man eben Alternativen dafür hat, die dann auch gesund sind, ja, umso besser. Genau, und es gibt auch die Firma Lebe Gesund, Andreas, die auch wieder Brote in richtigen Steinmühlen machen, Getreide selber anbauen, keine hybriden Weizen verwenden, sondern Urgetreidesorten, die lange wachsen können in der Dreifelderlandwirtschaft und die Sachen zum Teil auch eingeweicht werden und in richtigen Steinbacköfen gebacken werden. Und auch diese Brote mit Verdauungsgewürzen, die das erleichtern auch, die Gluten zu verarbeiten, anbieten. Und da kann man sich auch mal solche riesen Brote bestellen, so Achtelleibe, Viertelleibe mit den richtigen Verdauungsgewürzen wie Anis, Bertram, Quendel, Galgant und so weiter. Und da wird man auch merken, dass die Brote einem mehr nähren. Und wenn man das einmal zu sich nimmt, Andreas, dann kriegt man ganz genau mit, wo man verarscht wird, nämlich dort, wo man Brote kauft, die einen Energie nehmen, und da kauft man einfach nicht mehr. Und wenn diese Bäckereien merken, dass die Menschen plötzlich mehr Verstand bekommen aus der Dunkelheit heraus, dann würden die auch wieder andere Brote anbieten. Aber das Problem sind die Menschen. Das Problem ist die Nachfrage, dass wir alle das schnelle Futter wollen, und bei dem schnellen Futter verliert sich der Wert, also auch die Verarbeitung, das Ankeimen, Einweichen, Dextrinieren, die resistente Stärke. Und meine Oma Elsa, ne, die 104 wurde, die hat immer gesagt, man isst kein frisches Brot. Und dann habe ich gesagt, warum nicht? Ist doch lecker. Sagt, es verklebt deinen Darm. Und ich habe nicht verstanden, warum sie es gemacht hat. Aber sie hat immer alte Brote nass gemacht und hat sie kurz in den Backofen. Dann waren die wieder frisch, wie so ein Dampfgarbackofen, der ist aufbereitet. Und heute weiß ich, was sie meinte, nämlich die resistente Stärke. Das heißt, wenn Getreide gebacken wird und einmal abkühlt, dann schließen sich diese Stärkemoleküle, die werden resistent. Und wenn man das Brot dann wieder erwärmt oder man isst altes Brot, dann bleibt diese Stärke im Darm. Sie dient den Mikroorganismen, während bei frischem Brot die Stärke und das durch die Glutene durchlässig wird, ins Blut geht und dadurch Fuselalkohole entstehen und diese Fuselalkohole uns so müde, so lahm, so träge machen. Und das ist ein Riesenunterschied, das sollte sich jeder merken eben. Ja, und eben das ist ja der Grund, warum die Därme heutzutage auch so verschlackt sind. Brot, Weizen ist einer der Gründe dafür. Und an der Stelle auch direkt mal der Hinweis auf unsere Online-Darmreinigungskur, die wir ein- bis zweimal im Jahr immer anbieten. Und für alle, die da Interesse dran haben und informiert werden wollen, wenn es dann mal wieder soweit ist. Also wenn man die Weizenwampe abbauen möchte, meinst du? Ja, genau. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Weil ich sage, nur weil ich jetzt gesundes Brot esse und mein Darm jetzt voll ist, heißt es ja nicht, dass ich danach plötzlich wieder schlank werde. Da muss ich, also wie du auch eingangs erwähnt hast, mal ein bisschen auch was dagegen tun. Um Andreas, der alte Schleim muss raus. Also, richtig, ne, eine Leberreinigung. Ich muss Leberreinigung machen. Ich muss dafür, mal etwas tun, damit der ganze Mist und der ganze Rotz mal rauskommt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und ja, wir machen ja zusammen einige Online-Kurse. Und wenn du da auf dem aktuellen Stand bleiben möchtest, dann trag dich da am besten ein in den Newsletter, entweder beim Florian oder Grün und Gesund. Und dann wirst du informiert, wenn wir wieder mal so einen Kurs anbieten. Aber jetzt gibt es erstmal noch ein Geschenk, nämlich dieses Flohsamenbrot. Und das gibt es über den Link in den Infos zum Podcast oder auf grünundgesund.de bei den Shownotes zu diesem Podcast. Und dabei wünschen wir dir ganz viel Spaß und freuen uns natürlich auch über Feedback von dir, wie es denn geklappt hat mit dem Flohsamenbrot.
Richtig, also das wollen wir wirklich hören, auch so, wie das angenommen wird, wie es schmeckt und dass man das mal ausprobiert. Und ich empfehle natürlich auch noch eine kleine Lektüre dazu. Es gibt nämlich eine Geschichte, warum das Brot den Menschen nicht mehr als gesund verabreicht wurde. Und das geht weit tief zurück ins Römische Reich. Da gibt es eine Depesche, die nennt sich Michael Kent Depesche, so eine Zeitschrift, die Brotlüge. Da gibt es auch Artikel wie die Bierlüge oder die Impflüge und so weiter. Wir sind jetzt beim Brot. Und da wird es auch nochmal erklärt und beschrieben. Und da sind auch ganz tolle Rezepte drin, wie man gesunde Lebensbrote backen kann. Und wer die Zeit, die Lust, die Energie und den Selbstwert hat, der kann sich die bei der Kent-Magazin von Michael Kent mal bestellen. Das ist super interessant, sollte jeder in der Familie mal durchgehen lassen, damit wir bewusst sind über das, was wir tun. Ja, sehr, sehr lesenswert. Kenne ich auch und wirklich ganz toll zusammengefasst. Prima, ja, also es war wieder ein sehr spannender Podcast mit vielen, vielen tollen Infos. Danke an dich, danke fürs Zuhören. Das war's mit der Gesundheit. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wir sagen ciao, dein Andreas Paffrath. Und Florian Sauer. Wir hören uns. Mach's gut. Ciao, ciao.